Einen wunderschönen guten Morgen. Wieder kurz vor sechs. Conny packt aus. Die Brand Newsbox ist angekommen und sie soll vollmundig in den Frühling gehen. Vollmundig in den Frühling. Ja, mal gucken, was uns schönes Frühlingshaftes hier erwartet. Als erstes Tortillas. Wild Paprika. Ja, ne? Haben wir auch einen Dip? Brauchen wir einen Dip? Keine Ahnung. Ich bin ja nicht so der Tortillas-Fan. Nicht so wirklich. Aber ich bin offen für Neues. Probieren wir es mal aus halt. Was haben wir hier? Cream Team. Aha, Tasty Schoko und Creamy Milk von Leibniz. Ja, interessant. Kann man ja mal testen. So, dann wirkeln wir uns jetzt hier. Oh, was ist das denn? Bitburger Grapefruit. Okay. Grapefruit ist sowas wie das neue Schwarz. So kommt es mir vor. Irgendwie. Was haben wir hier? Aha, mit Ingwer würzig. Nein. Nix für mich. Kriegt Tatter. Schon wieder 28 Black, diesmal Sour Cherry. Scheinen sie eine Flatrate von zu haben, ist irgendwie ständig drin. Hier haben wir dann nun auch mal das News-Magazin. So, mit Thema Ostern. Ich meine, Ostern steht vor der Tür. Jetzt mal gucken, wie ich das hier in die nächste Ebene mich schichte. Das ist das einzig Blöde, dieses Stroh. Man versaut sich immer alles und muss dann irgendwie es wieder ordentlich kriegen. So, versuche das mal hier so. Ich will dieses Stroh nicht überall verteilen. Ist gar nicht so einfach. So, was haben wir hier? Wir haben schon wieder, diesmal 28 Black, Sour Apple. 28 Sour Apple, gut. Was haben wir hier? Karamell Creme Bonbons. Nett. Hoffentlich sind es auch keine allzu weichen. Sind auf jeden Fall zuckerfrei. Nicht, dass das Blombenzieher sind. Ah, da haben wir den Dip. Wusste ich doch. Irgendeinen Dip muss es dazu geben. Honey Jalapeno Mild. Ja, perfekt. Perfekt. Milchreis pur. Was ist das denn? Milchreis pur. Einfach rauskippen und genießen, oder wie? Noch ein bisschen warm machen und gut. Das finde ich okay. Finde ich gut. Milchreis mag ich. Oh, was haben wir hier? Capri-Sonne Cola Mix Freezies. Ja, gleich mal ab ins Gefrierfach damit, ne? Wassereis von Capri-Sonne. Das finde ich spannend. Das finde ich gut. So, mehr ist hier nicht drin. Ich versuche mal hier das Stroh wieder rein zu befördern. So, was haben wir denn nun alles? Wir haben Milchreis. Wir haben Wassereis. Die finde ich schon mal gut. Wir haben einen Dip und die Tortillas. So, die gehören zusammen. Auch nett, um es mal auszuprobieren. Wir haben Grapefruit-Bier ohne Alkohol. Wir haben zweimal das 28 Black. Diesen Energy Drink in Kirsche und Apfel. Wir haben etwas, was Tata bekommt. Guten für Tata mit Ingwer. Wir haben Leibniz Kekse und wir haben Karamellbonbons. Die versuche ich mal hier drunter zu packen. So. Das war die ganze Box. Da haben wir sie komplett. Was sage ich zur Box? Ich bin zufrieden. Doch, ja, durchaus. Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin zufrieden. Ist okay. Sind interessante Produkte. Langsam ist ein bisschen viel 28 Black drin. Aber es schmeckt ja. Kann ich nie anders sagen. Ich finde die okay, die schmecken durchaus. Und Apfel und Kirsche sind jetzt auch mal interessante Sorten. Also daher ist okay. Finde ich gut. Milchreis, interessant. Cola, hier Wassereis ist auch okay. Ist ein schöner Mix. Doch, durchaus. Ich bin zufrieden. Was sagt ihr über die Box? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!